Hallo liebe Viktoria-Fans, wir begrüßen euch heute aus dem Stadion Lichterfelde mit einem Spieltagstalk-Spezial mit unseren beiden Wiki-Girls Inga und Jule. Hallo. Wir fangen an mit der ersten Frage, die lautet, was sind eure Rituale vor dem Spiel? Also ich glaube, ich habe kein bestimmtes Ritual vor dem Spiel, was jetzt irgendwie nur mich persönlich betrifft. Aber ich finde es immer schön, eine gemeinsame Platzbegehung mit der Mannschaft zu haben. Das gehört irgendwie für mich eigentlich immer dazu. Das machen wir immer, egal ob Testspiel, ob Pflichtspiel. Und ja, das ist so mein Ritual, was ich immer brauche. Bei mir fangen eigentlich die Rituale anders an. Also ich habe feste Rituale vor dem Spiel direkt. Und das heißt, vor jeder Halbzeit muss ich mir den Spielball einmal nehmen und einfach ein Gefühl für den Ball kriegen. Nehme ich meistens dann halt direkt von den Schiedsrichtern den Ball. Und mein zweites Ritual ist, dass ich auch quasi bei jedem Anpfiff oder also vor jedem Anpfiff und vor jeder Halbzeitanpfiff, dass ich alle meine Verteidiger, also meistens ist es eine Viererkette, alle einmal abklatschen muss, weil es mir einfach irgendwie ein Gefühl gibt von Sicherheit, wenn ich nochmal mit denen interagiere. Welches Lied muss in der Kabine vor dem Spiel auf jeden Fall laufen? Boah, das ist eine sehr schwierige Frage. Ich habe eigentlich kein typisches Lied, was unbedingt laufen muss, aber es muss auf jeden Fall irgendwas sein, was mich pusht. Also gerne irgendwas mit so Dance-Richtung, das halt auch mit Bass irgendwie einfach einen guten Vibe hat. Ich glaube, so lässt sich das sagen. Ich habe kein bestimmtes Lied, was laufen muss. Hauptsache unsere Wiki-Playlist, die eigentlich immer jedes Spiel dabei ist. Und gerne Deutschrap. Welchen Beruf würdet ihr ausleben, wenn Geld keine Rolle spielen würde? Oh, ich glaube, ich würde keinen anderen Beruf ausüben. Also ich studiere Medizin und ich glaube, auch wenn ich alles Geld der Welt hätte, würde ich genau den gleichen Weg wieder wählen. Bei mir ist es ähnlich, beziehungsweise ich arbeite noch an meinem Traum. Also ich will eine Maßschneiderausbildung machen und würde dann halt gerne mein eigenes Modelabel aufbauen. Und das würde ich auch machen, wenn ich quasi das Geld hatte, dann würde alles nur ein bisschen schneller gehen. Habt ihr ein verstecktes Talent? Wenn ja, welches? Also tatsächlich habe ich viele Sachen, die ich irgendwie nebenbei mache, wo ich auch sagen würde, dass es in gewisser Weise ein Talent ist. Vor allem also in erster Linie das Nähen, aber auch generell kreative Arbeiten wie in die Designrichtung, Fotografie, Videografie, all sowas. Also versteckt ist es vielleicht nicht. Also ich kann ganz gut kochen. Ich glaube, Leute, die mich kennen, wissen das auch, aber Leute, die mich nicht so gut kennen, würden es vielleicht nicht gleich als erstes vermuten. Schlager oder Hip-Hop? Hip-Hop. Hip-Hop. Welche weitere Leidenschaft habt ihr, wenn ihr nicht gerade auf dem Platz steht? Wenn ich nicht gerade Fußball spiele, mache ich eigentlich meistens irgendeinen anderen Sport. Also ich gehe im Winter gerne klettern, im Sommer gerne Rennrad fahren, Wasserski fahren, alles Mögliche, wo ich mich bewegen kann. Nicht bei mir, also abgesehen von den Sachen, die ich eben schon genannt habe, wofür natürlich auch viel Zeit drauf geht, fahre ich super gerne Rennrad oder gehe halt ins Fitnessstudio. In welchem Alter habt ihr mit dem Fußballspielen angefangen? Ich habe tatsächlich sehr spät angefangen, also ich habe erst mit 16 angefangen, Fußball zu spielen. Ich habe mit, glaube ich, 6 oder 7 Jahren ungefähr angefangen, also relativ früh. Seid ihr zum Fußball gekommen? Bei mir spielt meine ganze Familie irgendwie Fußball. Also meine Eltern nicht, aber mein Opa hat Fußball gespielt, mein Onkel hat Fußball gespielt, meine Cousins Fußball gespielt, meine großen Brüder haben beide Fußball gespielt. Und ja, da bin ich, als ich klein war, schon immer mit auf dem Platz und irgendwann konnte ich mich gar nicht mehr wehren, da musste ich selbst auch anfangen. Wie ich eben schon gesagt habe, ich habe relativ spät angefangen. Ich habe vorher Leistungssport Schwimmen betrieben, musste dann halt aber aus gesundheitlichen Gründen aufhören mit dem Schwimmen. Und ähnlich wie bei Inga ist halt auch der Fall, dass mein Vater super lange auch noch Fußball gespielt hat und auch von Kind an. Und ich da schon immer eine Leidenschaft für hatte und das nebenbei immer so ein bisschen gemacht habe. Und dann habe ich mir gesagt, okay, irgendeinen Sport muss ich machen. Und beim Fußball gab es halt eben nicht die Einschränkungen, die mich halt vom Schwimmen abgehalten haben. Welche drei Dinge würdet ihr auf eine einsame Insel mitnehmen? Meine Nähmaschine auf jeden Fall, weil Klamotten braucht man auch irgendwie immer. Dann wahrscheinlich trotzdem auch noch mein Fotoapparat und ein gutes Buch. Ich würde ein gutes Buch mitnehmen, ich würde eine Luftmatratze mitnehmen, um in der Sonne zu chillen und ein Fußball. Wenn ihr ein Getränk wärt, welches wäre das? Cola Light. ja, Cola Light hätte ich jetzt auch gesagt. Oder Cola Zero oder Sprite Zero. Wie feiert ihr euren Saisonabschluss? Dieses Jahr haben wir 2 Partys
Und wir fahren alle zusammen nach Kreta und machen da zusammen als Team Urlaub. Ja genau, wir haben zwei Abschlussfeiern. Einmal direkt im Biergarten nach dem Pokalendspiel und dann nochmal unter uns eine zweite Abschlussfeier auf dem Wochenende und dann die Flugreise nach Kreta. Wo verbringt ihr am liebsten euren Urlaub? Irgendwo im Warmen auf jeden Fall, also irgendwo im Süden. Bei mir ist es ähnlich, also ich verbringe eigentlich auch am liebsten im Warmen auf jeden Fall den Urlaub. Gerne mit Meer und Stadt, wenn sich das verbinden lässt, dass man halt irgendwie noch mehr auch unternehmen kann. Wer ist die Verrückteste im Team? Ich glaube, das ist schon Anni. Die ist crazy drauf. Gar keiner ein auf Anhieb, ehrlich gesagt. Das ist die Verrückteste. Also ich glaube, Linda ist schon oft ganz vorne dabei. Wer ist die DJin in der Kabine? Marlies, oder wenn Marlies gerade nicht kann, dann Jule. Ja, es kommt ein bisschen immer auf die Stimmung an. Also entweder mache ich das, wenn mehr so eine gute Stimmung da sind. Gute Stimmung? Nein, und Marlies hat halt viel auch so Schlagerlieder mit drin, die halt nicht alle feiern, aber deswegen teilen wir uns das eigentlich ganz gut auf. Habt ihr Idole und wenn ja, wen? Ich habe jetzt nicht ein einziges Idol, aber ich finde allgemein Leute sehr beeindruckend, die gut in ihrer Sportart sind. Jetzt ganz egal, ob Fußballer oder andere, also keine Ahnung, Tom Brady im Football, Serena Williams im Tennis. Ich glaube, da kann man sich bei allen irgendwie was abschauen. Ja, also bei mir ist es tatsächlich einfach, ich finde Leute, die halt eben self-made irgendein Unternehmen aufgebaut haben und damit halt super erfolgreich geworden sind, super beeindruckend und haben irgendwie für mich eine Idolfunktion. So konkret auf eine Person kann ich das jetzt nicht benennen, aber genau, also halt einfach die halt mit ihrem Willenskraft und mit ihrem Engagement, mit ihrer Leidenschaft irgendwas erreicht haben, ob im Business oder halt eben auch beim Sport. Okay, kommen wir mal zum sportlichen Teil, weshalb wir heute auch hier sind. Das ist ja ein kleines Pokal-Special. Am 6. Juni trefft ihr auf Türkiyespor Berlin im Pokalfinale der Frauen. Ja. Wie bereitet ihr euch auf dieses Pokalfinale vor? Also in erster Linie natürlich einfach, dass wir weiter trainieren, weiter konzentriert arbeiten, aber halt auch mit Team-Events. Also wir haben jetzt halt auch am Wochenende zum Beispiel mit der Mannschaft was unternommen. Einfach, dass wir halt auch als Team einfach noch mehr zusammenhalten. Ich glaube, wir müssen irgendwie einfach im Rhythmus bleiben. Das ist ein bisschen schwierig, weil unsere Saison ja schon früher geendet hat und wir so ein bisschen die Zeit überbrücken müssen. Das kriegen wir, glaube ich, durchs Training ganz gut hin. Wir haben auch jetzt schon ein Testspiel gemacht gegen die Berlin-Auswahl, gegen die U19. Und so halten wir uns fit und versuchen nochmal an der einen oder anderen Schraube zu drehen. Ja, in der Liga habt ihr Türkiyespor mit 2-1 knapp besiegt. Wie schätzt ihr das Team ein? Also ich weiß nicht, ob sich jetzt irgendwie Türkiyespor die Mannschaft groß verändert hat. Deswegen gehe ich eigentlich davon aus, dass es irgendwie ähnlich umkämpft wird. Sicherlich eine gute Mannschaft. Also ich glaube, wir können es nicht auf die leichte Schulter nehmen und die werden uns auf jeden Fall fordern. Auf jeden Fall wird ein sehr körperliches Spiel, also sie sind auch sehr körperlich stark, sehr laufstark. Aber ich glaube, dass wir da an sich auf Augenhöhe agieren und wenn wir halt genau so spielen, wie wir uns das vornehmen, dann wird das auf jeden Fall ein sehr spannendes Spiel. Habt ihr euer Saisonziel erreicht? Seid ihr zufrieden? Ich bin nicht zufrieden. Also wir sind jetzt Vierter geworden. Ist jetzt irgendwie nichts, wo ich jetzt wirklich glücklich drüber wäre. Ein paar Plätze weiter oben wäre schon schön gewesen. Ich glaube aber, wenn wir jetzt den Pokal noch nach Hause holen, können wir die Sache trotzdem noch rund machen. Also ich bin auch auf jeden Fall nicht zufrieden. Wir hätten viel mehr erreichen können, vor allem halt eben mit den Spielen aus der quasi Hinrunde bei uns. Wie wir da halt in die Rückrunde gestartet sind, auf dem ersten Tabellenplatz, das hätte halt auch, oder beziehungsweise auf dem zweiten, aber mit Spielen weniger, hätten wir das auf jeden Fall eigentlich über die Bühne bringen müssen. Gerade halt, weil wir gegen alle starken Gegner eigentlich gewonnen haben und dann halt uns eigentlich nur selber im Weg standen. Aber ich glaube, wenn wir halt eben den Pokal noch holen, dann ist es auf jeden Fall ein versöhnliches Ende. Was müsst ihr in der kommenden Saison besser machen, um weiter oben zu stehen in der Tabelle? Wir müssen konstanter mit unserer Leistung bleiben. Also halt einfach wirklich noch fokussierter sein und vor allem halt auch dann die vermeintlich leichten Spiele noch ernster nehmen. Und einfach uns selber vertrauen, weil unser Problem ist ja meist nicht, dass wir schlecht spielen, sondern dass wir einfach das Tor nicht treffen. Und gerade das hat meiner Meinung nach auf jeden Fall mit sehr viel Selbstvertrauen zu tun. Und das müssen wir uns einfach wiederholen. Und ich glaube, dann kann die nächste Saison auf jeden Fall kommen.
ich denke, dass wir noch ein Stück weit professioneller werden müssen und auch lernen müssen, dass die Siege nicht nur irgendwie von Talent kommen oder dadurch, dass man vielleicht individuell gerade die besseren Spieler auf dem Platz hat, sondern dass es trotzdem immer noch Arbeit ist und man sich jedes Mal wieder zu 100% anstrengen muss, um irgendwie jeden Gegner schlagen zu können. Was würdet ihr sagen, ist das Besondere an den Wiki Girls? Ich glaube, das Besondere an uns ist, dass wir einfach eine Top-Mannschaft sind aus gestandenen Spielern, die jedes Wochenende eigentlich nur aus purer Leidenschaft hier irgendwie zusammen spielen und immer versuchen, das Beste zu erreichen. Und vor allem halt auch, dass wir als Mannschaft eher wirklich eine Familie sind, also dass wir halt alle auch viel privat miteinander machen, sei es in einer großen Gruppe, sei es in mehreren kleinen. Und wir halt einfach so diese Familienmentalität haben, dass halt eben einer für alle und alle für einen ist halt nicht nur ein Spruch bei uns, sondern es wird halt auch wirklich gelebt. Wollt ihr noch jemanden grüßen am Ende? Ich grüße die ganze Wiki-Familie und hoffe, dass ihr alle Bock habt, am 6.6. um 15 Uhr zu unserem Pokalfinale zu kommen. Und wenn noch nicht Teil unserer Wiki-Familie ist, kann trotzdem gerne kommen und dann Teil unserer Wiki-Familie werden. Wir haben auch noch eine kleine Challenge für euch. Wir werden testen, wer die Stärkere im Armdrücken ist. Ja, eine Runde. Thousand years later. Ich mache eigentlich gerne. Was ist los, was hast du gemacht? Ich habe am Mikro gezogen. Achso. Ich würde ein gutes Buch mitnehmen. Ich würde. Wir haben noch Zeit. Ja, aber es kommen keine neuen Ideen. Wo verbringt ihr am liebsten euren Urlaub? Am liebsten irgendwo im Warmen, ganz egal wo, irgendwo im Süden von Deutschland. Also südlicher von Deutschland. So. Im Süden ist auch okay. Wow. Das ist eine schwierige Frage. Okay. Ja, wer ist schneller? Ich bin keiner von uns. Wollt ihr noch jemanden grüßen? Ich. Jetzt sind die Aussätze.